Hallo Leute, mein Name ist Hotzose und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft, den wir heute unter unserem Berg starten. Letztes Mal haben wir den Fußboden für unser Lager-Sortiersystem fertiggestellt, aber für den Sortiermechanismus und das Lager brauchen wir jede Menge Kisten und Trichter, was bedeutet jede Menge Holz. Und damit wir das aus unserer Farm bekommen, brauchen wir Knochenmehl und ich habe keins. Drum bauen wir heute in dieser Folge, ich habe da hinten mal ein bisschen Platz gemacht, eine Knochenmehlfarm. Und zwar machen wir das hoffentlich ein bisschen stufenweise, so dass ich euch zu jedem Schritt dann den Redstone und die Funktionsweise erklären kann. Also, auf zum ersten Zwischenbericht. Der erste Teil ist abgeschlossen und hier könnt ihr auch schon den Kernbestandteil dieser Farm sehen, Moos. Denn mit Moos werden wir aus Stein mehr Moos machen und zusätzliche Dinge wie Moos Carpet, Azalea, Gras etc. Und all das kann hier kompostiert werden und das kommt dann hier unten, zwei Ebenen tiefer, wieder rauf über diesen Wasserkanal. Verteilen wir das dann in diese Hopper. Und unter den Hoppern geht es in diese Dispenser rein, die dann den Moosblock bohnmehlen können und dadurch werden wir mehr Moos bekommen, zwei Ebenen höher. Dazu kommen wir dann später. Hier auf der Seite haben wir einen Kanal auf jeder Seite, eine Linie mit Redstone und die geht hier in diese Target-Blöcke rein und unter den Target-Blöcken haben wir einen Node-Block und so powern wir die Dispenser. Und das ist eigentlich auch schon das Ganze, das hier auf dieser Seite und da kann mal ignoriert werden. Das brauchen wir für den anderen Teil, der oben drauf kommt. Der obere Teil der Farm, zumindest hier in der Mitte, ist nun auch fertig geworden. Wir haben hier Steinplattformen, die dann irgendwann zu Moos konvertiert werden. Das Ganze wird dann in die Mitte gepresst, bricht hier an den Tafeln, fällt runter in die Trichter und geht von da an in die Komposter, die wir da unten platziert haben. Hier auf der Seite haben wir Redstone, denn hier das sind Trapdoors und die werden dann hier hinten mit Wasser gefüllt sein. Das heißt, wenn wir die hoch und runter klappen, fließt Wasser rein und das wird das ganze Moos etc., was auf dem Stein wächst, auch in die Mitte schieben und wir bekommen da auch noch mehr Bohnenmehl raus. Das Ganze ist durch diese Fackel hier gepowert. Das heißt, die ganze Linie bis da nach vorne und auch auf der anderen Seite ist gepowert. Sprich,
Alle Trapdoors sind oben. Wenn ich diese Fackel entferne, geht alles runter. Und wir haben auch ein Signal, das hier von unten kommt. Und das dient dazu, diese Fackel auszumachen, was den Effekt hat, dass genau das passiert, was wir gemacht haben. Die Trapdoors klappen auf und zu und wir waschen alles weg mit Wasser. Dann hier unten haben wir den Ein-Ausschaltknopf. Der kontrolliert diese Fackel und blockiert dadurch im ausgeschalteten Zustand diesen Hopper, wo wir ein Item drin haben. Wäre das nicht so, könnte das Item hier rein flutschen, dann darüber, in den Hopper darunter und wieder zurück. Also ein Kreislauf. Und dann können wir hier auf der Seite das Signal auslesen und bekommen im Wesentlichen einen Puls, wenn die Farm läuft. Das brauchen wir für den Mechanismus hier auf beiden Seiten und dann natürlich auch für das Signal hier rein. Nun, das ist der nächste Schritt. Ich denke, das mache ich auch wieder in zwei Teilen. Zuerst der untere und dann der obere. Hier in den äußeren Segmenten haben wir wesentlich mehr Redstone als da in der Mitte. Beide Seiten sind natürlich gleich. Hier auf der inneren Spur haben wir eine Doppelreihe Sticky Pistons, klebrige Kolben, welche dann den generierten Stein nach unten ziehen, so dass sie dann von hier hinten reingeschoben werden können. Das heißt, hier werden wir dann Doppelpisten-Extender haben, um das Ganze reinzuschieben. Dann hier auf dieser Seite, ist nun auch dieser Mechanismus fertig, welcher das Signal aus diesem Dropper ausliest und ein Signal hier nach unten gibt. Und auf dieser Seite kommt es dann wieder hoch. Und hier auf der unteren Ebene, hier kommt das Signal runter, geht in die zwei Spuren rein, hier etwas mit Verzögerung, so dass das funktioniert. Und dann haben wir hier noch Observer auf den Activator Rail, welche die Pisten hier rüberschieben und dadurch dann ein Signal hier reingeben, was dazu führt, dass dieser ganze Mechanismus gepowert wird und das Moos einmal mit Bone Meal versehen wird. Und die Activator Rail wird von hier gepowert und da kommen wir auch von da, schieben diesen Observer ran, powern diesen Block und dann haben wir das Signal hier auf dem Gleis. Nun noch der letzte Teil, der hier oben drauf kommt, damit wir dann auch effektiv Stein produzieren können. Das sollte nun nicht mehr allzu viel Redstone sein, aber eine heiße Sache. Wie ihr sehen könnt, ist dieser obere Teil wirklich einfach. Hier hinten haben wir eine Reihe Sticky Pisten, welche die Normal Pisten vor- und zurückschiebt. Und wenn diese dann auch ausfährt,
Dann werden diese Steine, die runtergezogen wurden, in die Mitte geschoben. Sofern dies möglich ist, denn sie werden hier in der Mitte durch die Schilder blockiert und möglich ist dies, wenn sich der Stein in Moos umgewandelt hat, weil dann wird das Ganze hier in der Mitte gebrochen. Und die Aktivierung erfolgt hier von unten und dann hier oben über diese Observer-Kette. Dieser Block gepowert, powert dann diese Pistonline hier und ganz oben natürlich die Lava über all den Steinen, die ich platziert habe, auf den Sticky Pisten, die von unten kommen. Und hier auf der Seite dann überall noch Wasser-Source-Blöcke. Das heißt, sobald da der Stein runtergezogen wird, fließt das Wasser rüber. Und sobald das in Kontakt mit Lava kommt, haben wir wieder einen Block Stein und das Ganze kann rübergeschoben werden. Was ich nun jetzt noch brauche, ist etwas Bone Meal, um initial diese Dispenser zu befüllen, damit wir das Ganze auch starten können. Und ich denke, 5 Knochen werden wahrscheinlich nicht ganz reichen. Ich habe etwas Bone Meal, Knochenmehl in die Dispenser da unten eingefüllt, so dass wir sehen sollten, dass Moos entsteht. Hoffentlich funktioniert auch alles. Wir werden es gleich erfahren. Hinten scheint kein. Na doch. So weit, so gut. Und ich denke, ich muss die Farm ein bisschen laufen lassen, bis alles schön mit Bone Meal versorgt ist. Und hier unten gibt es dann eine Kiste, wo das ganze überschüssige Knochenmehl drin landen wird. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich werde diese Farm laufen lassen, bis ich eine Doppelkiste Knochenmehl habe und dann können wir uns dem Lager und der Sortierung widmen, möglicherweise schon in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss. Das sieht doch schon mal gut aus. Da hinten klappt irgendwas nicht und da haben wir ein Problem.